Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner sechsten Landkarte bei Transportfever 2. So, unschwer erkennen, wir sind hier wieder an dem schönen Städtchen Dresden mit der wunderschönen Frauenkirche und dem Dresdner Bahnhof Dresden-Neustadt. Ja, was machen wir heute? Heute schauen wir mal nochmal nach Bautzen, weil die in Bautzen haben die noch kein Brot. Und das sollen sie doch heute irgendwie geliefert kriegen. Da schauen wir mal, hier haben wir nämlich eigentlich noch Kapazitäten. Dass wir von hier mit dem LKW das Brot schon hinschaffen können. Hier haben wir noch zwei Ports frei. So. Und damit wir nicht durch Dresden müssen, machen wir hier die Umgehungsstraße fertig. So, die kriegt hier die Kurve. Hier rum und hier, das machen wir als größere Straße. Landstraße und das ist schon elektrisch. Dann machen wir das. Ah, das geht nicht. Naja, dann bauen wir mal hier die Kurve. Beziehungsweise, wir müssen ja hier hoch. Ah, hier machen wir ein schönes, monumentales Bauwerk. Ich liebe doch die Kreisverkehre. So, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier am günstigsten reinstellen. Jetzt hat das keine Pfeiler, das ist ja cool. Dann müssen wir das noch mal machen. Wieso hat das keine Pfeiler? Ach so, das sind die Pillars, die Pfeiler. So, jetzt schauen wir mal, wie wir mit der Höhe hier. Ja, das passt alles. Dann diese Straße, Straßen, Landstraße haben wir, dann wollen wir hier raus, aber ich habe das trotzdem Bahn aktiviert, wir wollen gerade raus, gerade. Jetzt darfst du eine Kurve hier runter machen. Und das wollen wir aufschütten. Ja. So, und dann wollen wir hier raus. Gerade. Ja, das ist in Ordnung. Ne, so. Ach, das muss man vorher aktivieren. Aufschütten. Ja, ich
würde fast... Oh, wir haben hier einen Stau. Da müssen wir mal schnell was... Das haben die Straßenbahn verursacht. Da haben wir vielleicht 5 zu viel. Ich nehme mal 3 raus. Das hat sich ja ganz schön rückgestaut. Einmal nicht aufgepasst. Und schon ist es klar, ist da. So, die geht noch raus. Nee, die Straßenbahn. Nicht das Teil hier. So, jetzt. Läuft's wieder. Ja, wir müssen hier höher kommen. Wir brauchen hier noch eine Straße. Wir brauchen noch eine Landstraße. So, wir wollen auf alle Fälle gerade bleiben. Das wollen wir auch gerade. So. Und jetzt kommt eine Kurve hier runter. Ja, das füllen wir auf. Ach so. Das ist an der falschen Straße dran, das soll nicht stark sein, das muss ich hier anpacken. So, sollte das werden. Das Ganze noch anpassen. Ja, ein Stückchen Preise kann ich schon gerne. So, damit sie mir nicht an die Umgehungsstraße was bauen, werden wir die natürlich auch kaufen. So,
Dann brauchen wir noch Wegpunkte. Da werden wir mal, ja, hier Split ist nie verkehrt. So, jetzt hätten wir eigentlich die Strecke nach Bautzen von der Bäckerei ganz gut. Wo wollen Sie denn in Bautzen die Backwaren haben? Hier in der Mitte. Hier fährt noch nichts, da können wir sehr gut abladen. In der Kirschgasse. So, da machen wir eine neue Linie. Neue Linie. Güternahverkehr in Dresden. Brot für Bautzen. So, wir fahren von der Bäckerei hier. Da darf sie der 1 nennen. 3 ist schon richtig. Jawohl. Und darf sie noch die 4 nehmen. So ist vollladen. Maximale Wartezeit. Und Brot. Das Ganze sollst du dann hier über Dresden schaffen. Da lang fahren. Nach Bautzen in die Kirschgasse. Und zurück sollst du hier auch rumfahren. So. Da umfahren wir nämlich Dresden und kommen da nicht in die Quere. Jetzt brauchen wir Fahrzeuge. So, hier haben wir kein Depot für LKWs. Nee. Aber in Bautzen. So, wir brauchen Brot, Lebensmittel. Nach Höchstgeschwindigkeit. Gucken, was wir da haben. Da haben wir hier die hier. Die DAF, die fahren schon 96. Das ist schon ganz gut. Dann haben wir die hier, die fahren 85. Ich würde sagen, wir nehmen die. 35. 21, 36. Wir nehmen die mit 36 und dann nehmen wir 10 Stück. So, und das Ganze geht auf die Linie Güternahverkehr DD. Rot für Bautzen. Blub hat's gemacht und da müssen sie hier rauskommen. Jawohl, da kommen sie auch. Und das ist gerade die. Das drängelt sich durch. So, jetzt wollte ich aber mal ein Foto machen von dem LKW. Gehen wir mal rein und machen ein schönes Foto. Knips hat's gemacht. Und da fahren sie los. Da haben wir natürlich alles verdreht. Also verkehrstechnisch, ja, Dresden kann noch wachsen. Da ist noch alles offen. Wir wollten doch mal eine Verbindung nach Leipzig machen, ne? Dresden-Leipzig als Fernverkehr. Das machen wir jetzt. Wir machen eine neue Linie
Und zwar nennen wir die Regionalbahn Dresden. ICEs haben wir ja noch nicht. Leipzig. Eine Direktverbindung. So, und wir haben noch etliche Gleise frei. Von Dresden. Gleis 6, würde ich sagen. Das müsste das daneben sein. Ja, 8, 7, 6, genau. Nach Leipzig. Einmal quer über die Karte. Mal sehen, wie er da fährt. Nach Leipzig. Und da fährt er uns auf die 12. Kommt hier rum rein. Da haben wir schon dann drei Züge auf dieser Strecke. Hier sind erst zwei. Das sind auch schon drei. Ja, da fährt der über Torgau und hier lang. Da fährt er durch Torgau durch. Nö, das ist in Ordnung. Das kann er perfekt. So, dann, was haben wir an schönen Zügen? Fahrzeuge elektrisch nach Geschwindigkeit. Was haben wir da Schönes? Ja, nehmen wir 3700. Die ist schwächer sogar. Die 181, dann nehmen wir die 111 und Passagierwagen, halt elektrisch, die 111 wollten wir nehmen, jetzt haben wir es wieder verherrscht. So, und Passagierwagen mit 160, die fahren plus 140, ne, die Städte-Express oder die... Nehmen wir die Grün. Erste Klasse. Viermal, ja, und dann nehmen wir viermal zweite Klasse. Da haben wir 136, das ist nicht viel. Nee, haben wir nicht mehr. Da hängen wir noch einen dran. Da sind wir bei mittelmäßig. Können nicht auf Kapazitäten. Da brauchen wir noch eine Lok. Da müssen wir noch eine 111er einstellen. Da nehmen wir zwei Stück. Halt eine. Die nehmen wir noch nach vorne. Und jetzt haben wir 280 Meter mit 176. Zwei Züge. Auf die Linie RB Dresden-Leipzig. Autosave. So. Dann machen wir noch ein schönes Foto. Und dann kann es weitergehen. Ah, hier haben wir das schöne Stellwerk. Ja, ich würde vorschlagen, da machen wir mal doch wieder eine Mitfahrt. Ne? Ja, das
sieht noch was aus. Aber wir setzen uns aufs Dach. Würde ich vorschlagen, wir gehen hoch aufs Dach. Da sehen wir mehr. Noch ein Ticken nach vorne. Und wir haben die beste Sicht. Durch Dresden durch. Also die Straße geht schon ganz schön bergig hier. Also der Bahnübergang. Wenn wir bald die Tunnel bauen, ne? Aber hier ist ein Tunnel. So, jetzt geht's vorwärts. Ja, wir halten in Dresden nicht, wir düsen gleich nach Leipzig. An der Frauenkirche vorbei. Da müssen wir kurz bremsen. Vor uns fährt eine andere Person zu. Aber wir müssten jetzt fahren, jawohl. Wir biegen nämlich rechts ab. Da setzen wir Blinker nach rechts. Nee, da gibt es keinen Blinker. So, und dann düsen wir mal nach Leipzig Hauptbahnhof. So, da haben wir die Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde erreicht. Also die Geräusche sind herrlich. Also das ist ein bombenschönes Spiel. Hätten wir durchfahren können. Ein schöner Kesselwagenzug.
zwar entgegen noch ein Kesselwagenzug. Wir düsen hier mit einer vollen 160 auf Leipzig zu. Mussten noch einmal ein bisschen runterbremsen. Da vorne sehe ich doch schon Leipzig. Kommen wir doch schon ins Gleisvorfeld Leipzig. Und da warten auch schon Leute, die wollen von Leipzig nach Dresden. Ja, hier ist ordentlich Betrieb. Wie das sein sollte. So, wir bleiben mal in Leipzig. Wir schauen mal, wie es in Leipzig aussieht. Ja. Wir versorgen alles. Nee. Steine wollen die noch. Habe ich nicht hier Steine? Eine Steinlinie, Maschinen. Habe ich einen Steinezug hier in den Güterbahnhof geschickt? Maschinenwerkzeug, Treibstoff, keine Steine. Oh. Da müssen wir noch Leipzig mit Steine versorgen. Da schauen wir mal, ob wir hier oben irgendwo einen Steinbruch haben. Wir haben hier eine Silbermine. Aber kein Steinbruch. Verschließt die Kohle. Die retten wir mal. Die Kohle retten wir mal. So, da haben wir die gerettet. Weil hier ist ein Stahlwerk. Da können wir Kohle, Erz und Erz ins Stahlwerk fahren. Aber wir brauchen Steine. Ja, ist das der einzige Ziegelei? Kann doch nicht sein. Hier ist noch eine. Und hier ist ein noch. Hier noch eine Ziegelei. Ja, das ist nicht. Hier oben ist nichts. Hier ist nichts. Und wie sieht es hier mit Ziegeln aus? In der Ziegelei, halt hier. Die haben noch Kapazitäten. Da könnte man noch was abfahren. Viele rum und warten auf Steine. Wir könnten Züge, haben wir auch alles voll. Müssten wir noch was einbinden. Dann müssen wir noch was anbauen.
wir da noch einen Zug hochschicken. Ja, ich würde hier jetzt noch was anbauen. Konfigurieren, Gleise. Neue. Da setzen wir noch zwei. Bahnsteig, Plattform, Güter. So, und jetzt müssen wir hier noch. Ja, komm mal hier rum. Komm mal hier in das Gleis rein. Das wird eng. Das wird eng. Es geht. Es geht. Signale. So. Und da können wir schon den Zug kaufen. Nehmen wir mal erstmal die Linie. Neue Linie. Güterzug Balzen. Steine für. Nee, Baumatt. Baumatt für Leipzig. Wir fahren von hier. Und da sollst du in die 8. Dann darfst du 7 mitbenutzen. Vollladen. Maximale Wartezeit. Und nur Steine, Baumaterialien. Und das Ganze sollst du uns nach Leipzig fahren. Hier rein. Und da sollst du in die 5 gehen. Und das heißt, alles entladen. So, da haben wir die Linie. Güterzug Balzen, Baumaterial für Leipzig. Kommen wir in die rein. Ja, wir haben hier ein Zuführungsgleis, also können wir hier einen Baumaterialzug verkaufen. Gucken wir mal, was wir haben. Wir haben die. Ja, die haben wir noch nicht. Dann nehmen wir mal 2 Stück Cargo Baumaterialien. So, nach Höchstgeschwindigkeit. 13, 32. Ne, Container möchte ich jetzt nicht haben. 14, das ist dann zu langsam. Dann nehmen wir die hier. 320 Meter lang. Und da haben wir 300, 2 Züge. Güterzug Bautzen, Baumat für Leipzig. Da ist es doch schon. Blub hat's gemacht. Und jetzt müssen wir in Leipzig bloß noch die Baumaterialien ausliefern. Na, gucken wir mal, wo sie die hin haben wollen. Hier ist ein Ziegel. Ach, da kann doch die Linie hier das mitnehmen. Und zwar von, das ist Oberleipzig. Und hier sollst du auch Baumaterial mitnehmen. So, und hier stehen so viele rum. Zwanzig.
Ne, das ist effektiv zu viel. Da müssen wir ein paar verkaufen. Da müssen 5 raus. Da gehen 5 raus. So, und jetzt werden die getauscht. Und zwar Cargo. Die alle Güter ersetzen. So, jetzt haben wir Versorgung für Leipzig auch mit Baumaterial. Dann brauchen wir bloß noch Waren. Hatte ich nicht hier oben um die Ecke eine Warenfabrik? Ja. Und wir liefern die Waren überall hin. Nach Berlin und Cottbus, aber noch nicht nach Leipzig. Nach Leipzig könnte man ja hier runterfahren. Hier und durchs Tal. Ja. Wir bauen mal eine Straße. Eine Landstraße haben wir. Durch das Tal. Nee, aber nicht mit so einer Banane. Wir gehen gerade. Bis dorthin. Müssen wir einen Ticken runter, würde ich sagen. So würde ich das Ganze bauen. Und dann gehen wir hier raus. Und hier die Brücke. Ja. Bauen wir so. Und da kommen wir nach Leipzig. Dann Oberleitung haben wir. Dann bauen wir das doch. So, dann können wir nach Leipzig Waren versenden. Und wo wollt ihr die hinhaben? Gebäude. Wir wollen sie hierher hinhaben. Dann liefern wir die doch hier ab. Brauchen wir noch ein Stückchen Straßenbahn. So, das machen wir auch noch als Straßenbahn. Und da kommen wir von hier rein. Ja.
Das ist okay so. Muss ich bloß gucken, wo meine Haltestelle war. Hier. Kiefernweg. Einmal Kiefernweg. Neue Linie. Güternahverkehr. Dann machen wir Leipzig. Waren für Leipzig. So, und Kiefernweg. Und unsere Warenfabrik. Und das hätte ich gerne auf die 6. Und du darfst die 5 mitbenutzen. Vollladen, volle Wartezeit mit Waren. So, dann brauchen wir bloß noch ein paar Straßenbahnen und die können wir hier uns holen. Ja, dann müsste die reichen. 14. Wir nehmen da 8 Stück. Güternahverkehr Leipzig. Waren für Leipzig. Es hat Glück gemacht und da kommen sie auch raus. Ganz geschwind hat er war. Betrieb. So, haben wir noch ein paar Fotos geschossen. Und da schauen wir mal, wie sieht es im Bahnhof aus. Torgau Leipzig, oh, die müssen wir mal modernisieren hier. Fahrzeuge verwalten. Die tauschen wir aus. Wir brauchen elektrisch nach Höchstgeschwindigkeit. Ach komm, wir machen immer die 103. Die haben wir schon, die haben wir auch schon. Aber wir können hier eine andere Farbe nehmen. So, ein Passagierwagen. Da haben wir. Die bringt bis 140. Dann nehmen wir Städte-Express-Wagen. Jetzt haben wir da haben wir 136 ersetzen. Wir kriegen Mr. Bean. Und einen neuen Icarus. Jawohl, Flugzeug. Ah, die sind so langsam. Ein U-Boot. Noch ein Tatra. Ein Kamas kriegen wir auch. Ja. Ein DAF. Feuerwehr, Kesselwagen, jetzt kriegen wir die
draußen, aber die sind bloß Hunderter. So, den haben wir gerade gekauft. Jetzt gucken wir mal. Alles im Rahmen, alles im Rahmen. Es ist alles im Rahmen. Hatten wir eigentlich, ich habe doch die S-Bahn hier gebaut, aber da fährt noch nichts. Es fährt noch keine S-Bahn. Das wollten wir ja auch noch machen. Und da haben wir noch keine Zuführung gebaut. Wir müssen da noch eine Zuführung für die S-Bahn bauen. Das war's. Wir könnten ja hier rüber. Signale haben wir ja auch noch nicht gebaut. So, jetzt haben wir die Zuführung. Da haben wir eine Kreuzung und hier haben wir eine Kreuzung. Und da bauen wir noch die Signale. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben die Zuführung falsch gebaut. Wir machen das mal so. Ja, da haben wir das Signal, aber hier auf der Strecke haben wir noch keine. Dann machen wir doch die Strecke. Machen wir hier einen Block. Hier einen Block. Hier einen Block. Kann man fast zwei machen. Ah, hier hat man eine Zuführung. So, dann können wir noch die Linie machen. Neue Linie. S-Bahn Leipzig 1. Wir fahren vom Hauptbahnhof, allerdings hier so ein Außengleis. Das ist die 24. Hierher. Da meckert er schon. Alles gut. Das kann doch nicht sein.
Achso, der kann jetzt meckern, weil er noch einen Rückweg noch nicht hat. Hierher. 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 Und dann wieder nach Leipzig rein. Gleis 1. Ja, von hier aus. Und dann zurück. Und jetzt muss der aber auf die 2. Hierher. 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 So, hier hat er ein Problem. Was haben wir hier falsch gemacht? Dann schaue ich mir mal die Signale an. Ne, halt, da. Also das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hier könnte man noch rausfahren lassen. Das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwo eine Unterbrechung. Hier kommt er durch. Hier ist es drüber. Das ist merkwürdig. Also ich sehe keinen Fehler. Das ist doch 24. Aha. Und er darf auch die 23 mitbenutzen. Hier die 1 und da darf er die 2 benutzen. Ja, da haben wir es. Der hat das hier einfach genommen von der Seite. Aber die S-Bahn bauen wir in der nächsten Folge. Denn die Stunde ist schon fast wieder rum. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Dann lasst mir doch ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.